Herzlich willkommen. Im Namen der Firma Terratec darf ich euch hier begrüßen. Wir präsentieren euch heute das Ergebnis monatelanger Arbeit. Es ist getüftelt worden in den letzten Wochen bis ins kleinste Detail. Und daher freuen wir uns jetzt, ein wirklich geniales Ergebnis zeigen zu dürfen. Letztes Jahr an dieser Stelle haben wir euch ja die IBEX G4 vorgestellt, der stärkste Steinbock. Dieses Jahr werden wir in der Geschichte ein bisschen kleiner. Bevor wir aber hier ins Detail gehen, noch ein paar organisatorische Dinge. Wir befinden uns hier direkt in der Montagehalle von Terratec in Bings und es besteht jetzt während dieser Präsentation jederzeit die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen zu stellen, die dann auch schnellstmöglich beantwortet werden. Zudem habt ihr jetzt während dieses Videos auch die Chance, unter anderem ein IBEX-Fan-Paket abzustauben. Einfach dranbleiben, gleich gibt's dazu noch mehr Details. Nun kommt zu mir Thomas Schallner, er ist Leiter vom Verkauf und Marketing hier bei Terratec in Bings. Hallo Thomas. Hallo Isabella. Thomas, heute geht es also um die IBEX G1. Warum habt ihr euch entschieden, jetzt die kleinere Variante auf den Markt zu bringen? Die Entscheidung, wir wollten einfach unser Produktsortiment erweitern. Es sind einfach viele Landwirte und Endkunden auch wieder an uns herangetreten. Warum gibt es keine kleinere IBEX? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, auch für kleinere Landwirte dort passend IBEX zu bekommen? Und das haben wir umgesetzt und heute ist es soweit. Heute dürfen wir unsere G1 präsentieren. Welche Vorteile hat denn die G1? Ja, also die G1 ist in Summe einfach kleiner und leichter und ist die perfekte Maschine für den Landwirt, der hauptsächlich Heuarbeiten macht. Also vom Mähen, übers Kreiseln, übers Abräumen ist die G1 die perfekte Maschine für die komplette Heuarbeit. Vielen Dank, Thomas. Vorerst einmal, bevor wir jetzt lang und breit über die neue Maschine quatschen, wollen wir sie natürlich auch sehen. Vorhang auf für die IBEX G1. Nun ist sie da, die IBEX G1. Und ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um an der Stelle mal die technischen Details genauer zu beleuchten. Und deshalb jetzt bei mir einer der Entwickler, Florian Bürkle. Hallo Florian. Hallo Isabella. Wir beiden sprechen jetzt im Detail über die Technik. Florian, welche Highlights bietet denn die IBEX G1? Eine Neuheit der IBEX G1 ist der neue entwickelte Knickholm. Dieser bietet eine ergonomische Einstellmöglichkeit hier über diesen Klemmhebel. Weiteres vorhanden ist auch die Einhandbedienung, welche bewährt ist. Zudem haben wir ein sehr übersichtliches Cockpit mit den wesentlichen Bedieneinheiten. Ja, auch in Sachen Motor und Kühlung gibt es was Neues. Ja genau, ich zeige es dir gerne. So, bei der IBEX G1 haben wir hier einen Verbrennungsmotor vom Fabrikat Kawasaki verbaut mit 17 PS und einem Hubraum von ca. 600 Kubik. Weiteres haben wir hier das vertikale Motorenkonzept von der IBEX G4 übernommen, was sich sehr bewährt hat. Hier wird die Luft vom staubarmen Bereich angesaugt und somit eine höhere Lebensdauer des Verbrennungsmotors erzielt. Weiteres haben wir auch das Kühlsystem der Hydraulik erneuert. Hierzu haben wir einen kombinierten Ölkühler-Tank entwickelt. Dieser ist einfach zu reinigen über eine Reinigungsklappe. Zudem gibt es als Option eine Drehrichtungsumkehr des Ventilators, welche alle 5 Minuten die Drehrichtung ändert und somit das anhaftende Gras runterbläst. Insgesamt ist die Maschine sehr wartungsfreundlich aufgebaut. Ein paar Beispiele hierzu sind das sehr übersichtliche Benzinschauglas, der gut zugängliche Ölmessstab des Verbrennungsmotors sowie eine abnehmbare Haube ohne Werkzeug. Weiteres haben wir auch die bewährte Axialkolbenpumpe verbaut mit einer aufgeschraubten Zahnradpumpe, welche 30 Liter pro Minute Ölmenge fördert. Den Jokerhebel haben wir in einer sehr gut zugänglichen Position installiert. Die Arbeiten im Steilhang sind ja meistens sehr anspruchsvoll, deshalb habt ihr auch an die Sicherheitsmaßnahmen gedacht. Ja genau, wie wir hier sehen, den Topmann-Schalter und den Abrissschalter.
Diese zwei haben die Funktion, falls der Bediener stolpert, die Maschine sicher im Hang stehen bleibt, da die Bremse einfällt. Zusätzlich haben wir auch einen Batteriehauptschalter verbaut zur elektrischen Absicherung, was auch die Wartungsarbeit um einiges sicher macht. Florian, ich habe gehört, auch bei der Achse geht ihr ganz neue Wege. Ja genau, auch Diebex Gaines hat wie ihre Geschwister die bewährte Achsverschiebung. Hier sind wir jedoch aus Gewichtsgründen auf eine Alugusskonstruktion und eine elektrische Verstellung gegangen. Danke Florian, die IBEX G1 bringt also wirklich viele Vorteile mit sich. Wie sie sich in der Praxis schlägt, das seht ihr jetzt. Wir hatten schon die Möglichkeit, zum Saisonstart die IBEX G1 im Einsatz mit der Kamera zu begleiten. Seit 2013 ist TerraTech mit seinen IBEX Einachsgeräteträgern am Markt. Die Maschinen erleichtern die schwere Arbeit der Bergbauern und bringen mehr Sicherheit in den Steilhang. Pünktlich zum 10-jährigen Firmenjubiläum präsentieren die Vorarlberger jetzt die kompakte IBEX G1 und erweitern damit ihr Sortiment nach unten. Seine Herkunft kann der kleine Steinbock nicht leugnen. Er trägt unverkennbar die Gene seiner großen Geschwister in sich. Für den Antrieb sorgt ein Zweizylinder-Vergasermotor von Kawasaki, der aus 600 Kubikzentimeter Hubraum eine Leistung von 17 PS mobilisiert. Gestartet wird elektrisch. Drehzahl regelt man mit einem Bautenzug am rechten Holmgriff. TerraTech baut das Triebwerk vertikal ein. So kann die Kühlluft im staubarmen Bereich über der Maschine angesaugt werden, was sich positiv auf die Leistung, den Verschleiß und letztendlich auf die Lebensdauer auswirkt. Ein Konzept, das sich bei der großen IBEX G4 bestens bewährt hat. Bei der Heuarbeit geht die IBEX G1 kraftvoll ans Werk. Am Mähbalken und bei der Arbeit mit dem Bandrechen, aber auch am Heuschieber fühlt sich die kompakte Maschine so richtig wohl. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Trotz der kompakten Bauweise kommen auch G1-Fahrer in den Genuss einer verschiebbaren Achse, mit der man die Schwerpunktlage jederzeit über zwei Tasten am Holm anpassen kann. So lassen sich einerseits die Anbaugeräte zum Überfahren von Hindernissen leicht ausheben. Andererseits bäumt sich der Mäher am Steilhang nicht so schnell auf. Um beim kleinsten Steinbock Gewicht zu sparen, setzt TerraTech auf eine besonders leichte Achskonstruktion aus Aluminiumguss und einen elektrischen anstelle eines hydraulischen Verschubs. Wer die IBEX kennt, der kommt auch mit der G1 sofort zurecht. Das intuitive Einhandbedienkonzept der größeren Modelle wurde beibehalten. Auf Wunsch gibt es einen neuen Knickholm, der sich jetzt noch einfacher verstellen lässt. Über ein Schauglas hat der Fahrer den Benzinfüllstand jederzeit im Blick. Der Ölmessstab ist gut zugänglich platziert und auch der Jokerhebel lässt sich jetzt über einen Baudenzug noch einfacher bedienen. Die Haube im Steinbock-Design kann man werkzeuglos abnehmen. Darunter versteckt sich die Hydraulikanlage. Eine leistungsfähige Axialkolbenpumpe mit verstellbarer Fördermenge versorgt die beiden Radmotoren bedarfsgerecht mit Öl. Die maximale Fahrgeschwindigkeit stellt man über einen Drehregler am Armaturenbrett ein. Der Fahrantrieb selbst lässt sich feinfühlig mit dem Daumenrad am rechten Holmgriff steuern. Gelenkt wird mit Drehbewegungen nach rechts oder links. Für den Geräteantrieb verbaut TerraTech eine Zahnradpumpe, die je nach Motordrehzahl bis zu 30 Liter Öl pro Minute zur Verfügung stellt. Eine kompakte Kombination aus Kühler und Tank sorgt dafür, dass das Hydrauliksystem auch bei hohen Außentemperaturen nicht überhitzt. Zur einfachen Reinigung hat der Hersteller ein klappbares und magnetisch gesichertes Gitter angebracht. Als Option gibt es einen Wendelüfter, der seine Drehrichtung alle 5 Minuten umkehrt und den Kühler automatisch freibläst. Eine spürbare Entlastung für den Bediener, der sich voll auf seine anspruchsvolle Arbeit konzentrieren kann. IBEX-typisch verfügt die G1 über alle bewährten Sicherheitsfeatures, welche das Unfallrisiko minimieren, ohne den Anwender bei der Arbeit zu stören. Allen voran der ergonomische Totmann-Schalter am rechten Griff, der während der Arbeit automatisch gehalten wird. Verlässt man den Holm, bleibt der Mäher sofort stehen und bremst sich ein. Zusätzlich gibt es einen Abrissschalter, der den Motor stoppt, falls der Fahrer stolpert.
Zur elektrischen Absicherung gibt es einen Batteriehauptschalter, mit dem man die Maschine stromlos schalten kann, beispielsweise für Wartungsarbeiten. Der beste Motormäher ist nichts wert, wenn er seine Kraft im schwierigen Gelände nicht auf den Boden bringt. Deshalb bietet Terratec auch für die IBEX G1 einen selbstentwickelten LS-Grip an. Ein Luftstachelrad, das die Vorzüge beider Welten vereint. Die Hangtauglichkeit von Stachelrädern aus Metall und die dämpfende Wirkung einer Luftbereifung. Der LS-Grip ist modular aufgebaut. Je nach Einsatz kann man ein oder zwei Räder pro Seite montieren. Die IBEX G1 richtet sich an anspruchsvolle Kunden, die einen kompakten und leichten Einachser vorwiegend zur Heuernte suchen. Das spiegelt sich auch in der umfangreichen Serienausstattung und zahlreichen Optionen wider. Elektrostarter, Ölkühler und Achsverschub bekommt man bei gleich starken Geräten anderer Hersteller, wenn überhaupt nur gegen Aufpreis. Nicht nur beim Gewicht und bei den Abmessungen, sondern auch mit ihren Anschaffungskosten reiht sich die IBEX G1 unter ihren Geschwistern ein. Terratec spricht von rund 20% Preisdifferenz zum nächstgrößeren Modell. Einfach und sicher im Handling, leicht und handlich, aber dennoch kraftvoll und schlagkräftig. Das ist die IBEX G1, der kleine Steinbock mit der DNA seiner großen Geschwister. Zurück vom Außeneinsatz sind wir jetzt wieder hier in der Montagehalle von Terratec in Binks und die Aufstellung hat sich ein bisschen verändert. Es sind die großen Geschwister der IBEX G1 zu uns gestoßen, unter anderem aber auch der Thomas wieder bei mir. Und lieber Thomas, die Frage stellt sich jetzt natürlich, welche Maschine ist für welchen Kunden gedacht? So ist es. Jetzt haben wir da die ganze Steinbock-Familie versammelt, die wir aktuell haben. Und bei allen Unterschieden, die die Geschwister auch haben im Normalfall, gibt es auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Also zuerst mal unser IBEX-Motormäher, die Steinböcke, sind generell immer alle mit dem bewährten Achsverschiebungskonzept. Das macht die Arbeit einfach viel, viel leichter und sicherer. Also auch schwere Anbaugeräte sind einfach leicht zu handeln oder wenn steil bergauf geht, das bekannte Zurückkippen, kann man einfach mit der Achsverschiebung locker bewältigen. Gleichzeitig kann auch alle wieder das bewährte Einhandbedienungskonzept, ganz einfache Steuerung, ganz logische Steuerung, das auch für jeden am Hof oder für jeden im Einsatz denn ganz einfach zu bedienen ist, die Maschine. Und das dritte, die bewährte Hydraulik, mit der wir da arbeiten, die sehr, sehr effizient arbeitet, mit geringster Wärmeentwicklung. Und so haben wir da die Gemeinsamkeiten, was einfach die IBEX, was den Steinbock schlussendlich dann auch ausmacht. Die Unterschiede, für wen welches Gerät denn genau das Richtige ist, hier sitzen wir jetzt vor der G2. Unser bewährtes Modell seit 2018 auf dem Markt, das ist unser Allrounder, also mit der Maschine, der Kunde, der wirklich viele unterschiedliche Arbeiten zu erledigen hat, egal ob in der Berglandwirtschaft, in der Grünlandpflege oder auch in Feuchtgebieten oder im kommunalen Einsatz, die G2 ist der perfekte Allrounder. Mit der kann mit Mulcher gearbeitet werden, mit Arbeitsbreiten bis zu 1,60 Meter oder auch mit unterschiedlichen Mähwerken die gesamte Heuarbeit erledigt werden. Mit der G2 ist man einfach bestens aufgehoben und kann da wirklich leistungsstark die Arbeiten erledigen. Danke dir, Thomas. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zur G4, dem stärksten Steinbock in der Familie. Gerne, da ist sie, unsere G4, die wir letztes Jahr vorgestellt haben. Unser größtes Modell und nach wie vor immer noch der größte Einachser auf dem Gebiet mit 40 PS. Ist das die ideale Maschine für Kunden, die wirklich anspruchsvolle und wirklich herausfordernde Arbeiten haben. Also Kunden, die wirklich intensive Mulcharbeiten haben, Garten- und Landschaftsbauer, die sind mit so einer Maschine richtig aufgehoben. Hier sind wir in dem Bereich, wo bis jetzt viele Mulchraupen unterwegs waren, die einfach von den Ausmaßen her recht groß und schwer sind und sind auch Flurschäden hinterlassen. Bieten wir jetzt mit der G4 wirklich ein leistungsstarkes Gerät an, wo solche Arbeiten sehr bodenschonend und leistungsstark effizient erledigt werden können. Die G4, so wie sie jetzt da steht, haben wir jetzt mit unserem neuen 15 Zoll Reifen ausgestattet. Und das ist wirklich der perfekte Reifen für große Geräteträger, um den idealen Halt im Hang auch zu gewährleisten. Er ist nochmal eine Reihe breiter als der klassische 12 Zoll Reifen. Und den Reifen gibt es grundsätzlich auch für die G2. Also für solche Geräte ist der Reifen einfach perfekt geeignet und bietet dadurch halt größte Sicherheit und besten Halt in jeder Lage. Danke dir. Dann gehen wir jetzt gerade noch miteinander zur IBEX G1, zum, ja, sagen wir mal, jüngsten Nachwuchs.
Ja, schauen wir uns die an. Ja, da stehen wir wieder bei unserer G1, unserem jüngsten Mitglied in der Steinbock-Familie. Die G1, die soll wirklich die Kunden abholen, die effizientes Mähen, effiziente Heuarbeit machen möchten. Und da haben wir einfach eine leistungsstarke Maschine, die trotzdem kompakter ausgeführt ist als die anderen Geräte, die wir bis jetzt schon haben. Mit der schmalsten Bereifung, die wir anbieten, kommen wir da auf Außenbreiten von 1,10 Meter, also auch für kommunale Einsätze durchaus geeignet. Und so haben wir jetzt wirklich eine leichtere, schmalere und kompaktere Maschine als schöne Ergänzung zu unserem anderen Sortiment, zur G2 und zur G4. Und runden das ein bisschen ab, dass auch Kunden, die keinen Hochleistungsmäher in dem Sinn mit viel Leistung für Mulcharbeiten benötigen zum Beispiel, bieten wir da jetzt den idealen Mäher für die Heuarbeiten an. Danke dir, Thomas. Ja, und einen weiteren Praxistest hat die IBEX G1 auch schon absolviert, und zwar mit einem echten Olympiasieger. Als Kunde von Terratec bringt er nicht nur im Winter Höchstleistungen im Steilhang, sondern ist auch im Sommer im Hang zu Hause. Ja, und direkt vom Skitraining im Steilhang, jetzt bei uns in der Montagehalle in Bings von Terratec, Olympiasieger Johannes Strolz. Servus. Servus, Isabella. Johannes, du bist ja abseits von der Piste, wie wir alle wissen, auch leidenschaftlicher Landwirt. Was sind da für Aufgaben für dich, wenn geht's wieder los? Ja, es geht in der Landwirtschaft das ganze Jahr dahin, sage ich mal, und ich hilf dem Papa, wenn es zeitlich geht, natürlich, wo ich kann. Ist ein schöner Ausgleich für mich. Wir machen es alle mit Leidenschaft, und im Sommer ist natürlich viel Arbeit mit der Heuernte. Da ist die ganze Familie eingespannt und ist, wie gesagt, ein sehr schöner Ausgleich fürs Training. Wie wir alle wissen, in Wart mangelt es nicht an Steilhängen. Deshalb habt ihr euch für euren Betrieb auch für eine IBEX entschieden. Was waren so die Beweggründe? Ja, die Beweggründe sind klar. Wir haben einfach extrem steiles Gelände, wie du erwähnt hast. Es ist in erster Linie einmal ein großes Sicherheitsthema. Wir sind einfach die letzten Jahre immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass wir eigentlich eine Maschine bräuchten, die noch sicherer ist, wo man aber genauso eine sehr hohe Schlagkraft hat. Und da ist der IBEX einfach perfekt. Wir haben speziell durch den Achsverschub riesen Sicherheitsplus gewonnen. Und die Arbeitsbreiten, die das Gerät auch erlaubt, die sind auch absolut ausreichend, dass man auch mit einem Motormäher bzw. mit einem Einachsgeräteträger eine hohe Schlagkraft hat. Und das hat uns einfach absolut überzeugt. Speziell, wenn die Verhältnisse grenzwertig sind, können wir einfach mit gutem Wissen schnell und sicher schaffen. Du hast ja sogar schon die Möglichkeit gehabt, die G1 selber zum Testen bei euch daheim. Was ist so deine Erfahrung damit? Ja, bei der G1 merkt man einfach, dass sie noch einmal deutlich kompakter ist. Sie hat weniger Gewicht, ist um einiges handlicher. Und ist sicher für viele Betriebe noch einmal eine gute Zusatzoption, weil es doch noch mal eine ganz andere Bandbreite abdeckt. Und man spürt da auch die DNA vom IBEX einfach mit dem Achsverschub, mit den hochwertigen Komponenten, die ganze Maschine einfach extrem leistungsfähig macht. Oh, für Piste musst du dich absolut aufs Material verlassen können, und so ist es auch für dich bei der Landwirtschaft, oder? Ja, genau so ist es. Im Weltcup sind einfach extrem schwere Hänge und Bedingungen. Und genau die Bedingungen finden wir auch in der Landwirtschaft, in der Berglandwirtschaft vor. Es sind extreme Voraussetzungen, wo man sich wirklich am Limit bewegt. Und wenn ich beim Rennen in so eine Schlüsselstelle, in so eine steile Stelle hinfahre, dann muss ich einfach wissen, dass das Material perfekt passt. Und genauso ist es im Sommer. Wenn ich mit dem Motormäher, mit dem Einachsgeräteträger unterwegs bin, da muss ich einfach das Vertrauen haben. Und das Vertrauen habe ich einfach beim IBEX zu 100% und weiß, dass es passt. Vielen lieben Dank, Johannes, für deine Zeit. Und wir sehen dich ja gleich im Anschluss noch einmal. Wir haben eine Kleinigkeit mit dir geplant. Genau, danke auch. Ja, und für uns geht es jetzt noch einmal kurz vor die Montagehalle von Terratec in Bings. Da hat nämlich Terratec-Gründer und Entwickler Lukas Schrottenbaum für uns noch was vorbereitet. Thank you.
Ja, der Lukas hat jetzt da schon auf uns gewartet und im Hintergrund auch etwas platziert. Für mich wirkt das Ganze, also die Maschine, schon fast ein bisschen futuristisch. Was hat es damit auf sich? Genau, da haben wir ganz eine spezielle Maschine entwickelt. 2019 gab es bei uns in Vorarlberg sehr große Schäden oder einen sehr großen Fraßschaden durch die Engerlinge für Mai- und Junikäfer. Die Folge war natürlich, dass der Landwirt sehr wenig Grundfutter von seinen Flächen wegnehmen konnte. Und eine weitere Folge, oder sogar wo die Sicherheit gefährdet ist, der zerstörte Boden, die zerstörte Grasnarbe vom Engerling kann kein Wasser mehr aufnehmen, beziehungsweise bei Starkregen besteht die große Gefahr, dass Murenabgänge, Erdrutsche herunterkommen. Und dann ist natürlich die Infrastruktur, Haus und Hof, sowie die Menschen gefährdet. Und 2019 wurde auch zum ersten Mal ein Mittel, ein flüssiges, biologisches Bekämpfungsmittel gegen den Engerling entwickelt und getestet. Und da kam ein Landwirt auf uns zu, ob wir nicht eine Maschine für diese flüssige Applikation bauen können, entwickeln können. Wir haben ja sehr viele Landwirte bei uns im Team, welche sehr engagiert und innovativ sind. Und dann mit den kurzen Entscheidungsprozessen konnten wir kurzerhand sagen, wir bauen für euch so eine Maschine. Dann gab es einen Prototyp, den haben wir jetzt 2 Jahre getestet. Mit den Erfahrungen haben wir jetzt den zweiten Mexit gebaut und der steht nun hinter uns. Okay, Lukas, du hast es schon erwähnt, die Maschine heißt Mexit. Warum heißt die Maschine so und was macht sie genau? Wir haben einen ganz speziellen Namen. Die Maschine heißt MM Exit. Die 2 M's kommen von den Erbauern. Wir haben 2-mal den Markus und 1-mal den Matthias in der Firma. Die haben diese Maschine gebaut. Und Exit kommt von Austritt, Verschwinden. Also wir möchten, dass der Engerling verschwindet. Und die Erbauer und Konstrukteure, Matthias und Markus. Mit der Maschine haben wir nichts anderes wie ein Kultangerät. Wir können eine Flüssigkeit in einer Tiefe von 5 bis 6 cm ins Erdreich einspritzen oder injizieren. Genau dort befindet sich der Engerling und dieser natürliche Feind, also der Pilz, befällt dann der Engerling und sorgt dafür, dass er sich nicht weiter vermehrt. Ja, genau an solchen Entwicklungen merkt man, wie innovativ und modern das Team von Terratec unterwegs ist. Es gibt nämlich noch ein Beispiel. Als weitere Entwicklung gibt es Diebex auch mit einem Connect Wave. Das Wave ist nichts anderes wie eine Fernwartung. Das heißt, wir können die Maschine mit einer SIM-Karte ausstatten. Wir können auf die Maschine zugreifen und dem Kunden bei Bedarf, bei einem Problem schnell helfen bzw. den Mechaniker vor Ort unterstützen. Da wir sehr viele Gespräche mit den Landwirten führen, unsere Mitarbeiter selber sehr viel Erfahrung mitbringen, bekommen wir sehr viele Rückmeldungen. Die Ideen beim Grundgerät, bei den Anbaugeräten oder beim Bereifung gehen uns auch in Zukunft nicht aus und es wird da sicher noch viel folgen. Zurück in der Montagehalle. Wir haben heute wirklich einiges schon über die IBEX G1 gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, Thomas, wie und wann hat man die Möglichkeit, die IBEX G1 einmal zu testen? Ja, also quasi mit dem heutigen Tag ist es schon soweit. Also die ersten Maschinen sind mit dem heutigen Tag schon bei unseren Vertriebspartnern. Und so geht es jetzt laufend weiter. Also wir werden dieses Jahr eine Vorserie auf den Markt bringen und die werden über unsere Vertriebspartner verteilt. Und so hat eigentlich jeder Endkunde, jeder Interessent die Möglichkeit, bei seinem Partner des Vertrauens die Maschine mal auszuleihen und auf seinem Betrieb zu testen. Und ab wann kann man die Maschine dann wirklich kaufen? Also mit Vorbestellung kann man natürlich dieses Jahr schon starten und Verkauf und Auslieferungen gibt es dann ab der nächsten Saison. Also ab dem Jahr 2024 gibt es dann auch schon die ersten Endkundenmaschinen und die ersten Berglandwirte und Landwirte können sich über ihre neue G1 freuen. Vielen lieben Dank, Thomas. Da hat sich wirklich die Arbeit vom gesamten Team von Terratec mehr als nur bezahlt gemacht. Was tust du, Johannes? Ich bereite gerade das Gewinnspiel vor, Isabella. Und zwar geht es darum, wie viel Kilo, dass ich bei optimaler Achsverschub-Einstellung noch ausheben kann. Der am nächsten dran ist, der wird etwas Schönes gewinnen. Ja, und zwar haben wir ein IBEX-Fanpaket vorbereitet und der gesamte Inhalt dieser Flaschen Happy Day Saft gibt's für den oder diejenige mit dem nächsten Schätzergebnis.
Euren Tipp abgeben könnt ihr jetzt auf terratec.cc. Da gibt es dann im Anschluss auch noch das Auflösungsvideo. An der Stelle bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Dabeisein. Damit hat jetzt die Familie der Steinböcke Zuwachs bekommen. Vorerst einmal der letzte Zuwachs mit der heute präsentierten IBEX G1.